Hallo Schönheiten, vielleicht noch mal ganz kurz, bevor die Sonne jetzt untergeht. Ich habe getweetet von einem Haul und viele hatten danach gefragt. Und ich dachte mir, ich drehe euch vielleicht mal kurz ein Raubzugvideo dazu. Es ist ein Leoprint-Schal von Guess. Der sieht so aus und der ist recht groß, also Entschuldigung, recht groß. Und er hat, glaube ich, an der einen Seite sogar noch so eine Guess-Strass-Applikation. Aber ich finde sie da. Da ist sie. Finde ich jetzt nicht so schön. Was mir auch nicht gefällt, ist das Fransige an dem Ende immer sozusagen auf allen vier Seiten. Aber was mich wirklich positiv überrascht hat, war das wunderschöne Muster. Ich finde, bei Leo ist es wirklich sehr, sehr wichtig, was es für ein Muster genau ist. Und das ist eins, was ich so in der Form so schön, glaube ich, noch gar nicht getroffen habe. Es ist recht gleichmäßig, es hat nicht so viele farbliche Spielereien, es ist weder zu warm noch zu kalt angehaucht. Und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich gut. Sonst hätte ich, glaube ich, den Preis auch nicht unbedingt toleriert. Das ist nämlich 100% Polyester, was ich eigentlich nicht gerne kaufe. Aber er war reduziert, er hatte 40 Euro gekostet, jetzt hat er 30 Euro gekostet. Ich weiß nicht, warum er reduziert war, mir wurde im Laden gesagt, er geht weg wie heiße Semmel. Auf jeden Fall, es steht eigentlich auch kein Modell dabei. Wer danach suchen mag, vielleicht hilft euch das hier. Ich weiß noch nicht genau, wie ich ihn tragen will, ob ich ihn als Dreieckstuch dann so tragen will oder ob ich ihn einfach so herumwickle. Ich finde, so ein Dreieckstuch sieht immer so ein bisschen piratenmäßig aus. Was ich aber auf jeden Fall machen werde, ist mein schwarzes Jackett dazu anziehen. Und zwar das hier, das kennt ihr schon aus so ein paar Outfit of the Day Videos. Falls nicht, dann verlinke ich euch die unten. Das hier gehört übrigens nicht zum Jackett, das ist, hängt einfach nur da drunter. Das ist uralt. Ich habe das in der 11. Klasse, glaube ich, bekommen von meiner Mutter. Das ist von H&M und es ist sehr, sehr schön geschnitten, weil es auch tailliert ist. Und ich finde, so Leo mit Schwarz ist sehr, sehr gut, gerade so mit Jacketts. Und ich freue mich darauf. Also wenn ihr wollt, dann kann ich euch mal ein Outfit of the Day posten. Aber das wird dann wahrscheinlich eher schlicht ausfallen, weil das hier dann doch ein bisschen vereinnahmt ist. Also für die, die gefragt hatten, wie gesagt, also ich finde, das ist ein sehr, sehr tolerierbares Leo-Muster. Es ist nicht ganz so, ja, mit verschiedenen Leo-Anteilen sozusagen, die dann verschieden fleckig sind und noch mit anderen Farben eingearbeitet oder so. Es ist schlicht, es ist riesengroß und man kann es auf verschiedene Arten und Weisen tragen. Ich werde es so machen, dass ich das hier oben hauptsächlich dann verstecken werde. Und das ist mir das Geld auch wert. Ich habe nämlich eine ganze Weile nach einem schönen Leoprint-Muster gesucht. Leoprint-Muster war jetzt irgendwie doppelt gemoppelt. Ich habe eine ganze Weile nach einem schönen Muster gesucht und ich habe keins gefunden. Und jetzt habe ich eins gefunden und das entspricht eigentlich so genau meinen Vorstellungen. Deshalb habe ich es jetzt auch mitgenommen. Also, falls ihr so ähnlich seid wie ich, vielleicht findet ihr ihn online noch. Ich habe ihn gekauft im Horstmann und Sander in der EAG. Ich glaube, es war der letzte, aber wenn ein Laden von euch Guess verkauft und vielleicht auch Schals von Guess oder Tücher. Es gab auch noch andere mit Leoprint-Mustern, aber die waren nicht so schön. Vielleicht findet ihr ja noch einen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und falls ihr noch Fashion Hauls selbst habt, dann schickt die auf jeden Fall als Videoantwort vorbei. Ich würde mir das super gerne angucken. Oder Outfit of the Days. Tschüss!